Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Seko und ich wollte mich mal ganz kurz zum jetzigen YouTube-Thema äußern. Und zwar Leute, bevor ich hier auch mein Statement hier abgebe, ich möchte mit diesem Video keine kommerziellen Erfolge haben. Ich werde auf diesem Video auch keine Werbung schalten und damit auch gar kein Geld verdienen. Bisschen durch Facebook gescrollt und habe nur noch dieses Thema Mert gesehen. Dann dachte ich mir, Alter, was ist mit dieser Welt bzw. mit Deutschland verkehrt? Mert ist angeblich homophob. Und ich sage euch auch ganz offen und ehrlich, da auch mein Kontakt mit Mert jetzt gerade nicht der beste ist, ich habe einfach gesehen, Leute, wie sich ganz Deutschland gegen Mert stellt für eine Aussage, die er eigentlich gar nicht so meint. Deswegen war es mir wichtig, ich bin mit diesem Typen aufgewachsen. Alter, wir haben draußen auf dem Bolzplatz zusammen gezockt mit Erkan und den ganzen Jungs. Ohne Scheiß, diesen Jungen kenne ich seit meiner Kindheit und ich kann euch sagen, dass dieser Typ nicht homophob ist. Und da wirklich gerade alle, ohne Scheiß, alle YouTuber, Medien, ganzen Medien gegen ihn sind, ist es mir wichtig, hier ein Video zu machen und die ganze Scheiße hier versuchen, so gut wie möglich hier aufzuklären, weil ich denke mal, dass viele von euch, die auch dieses Video hier schauen, denken, dass Mert homophob ist, was eigentlich gar nicht stimmt. So Leute, ich habe das Ganze hier verfolgt und werde euch jetzt einigermaßen versuchen zu erklären, was Mert leider falsch ausgedrückt hat. Er hat nur Erfahrung mit einer schwulen Person gehabt und das ist der Prinz. Dementsprechend bezieht sich seine Aussage, die er hier tätigt, auch nur auf der Prinz. Leute, ich habe damals auch ein Angebot von einem Kollegen bekommen, um der Prinz öffentlich bloßzustellen und ohne Scheiß, Leute, dieser Typ möchte einfach werden. Okay, Leute, und er meint ja, dass er Schwule nicht toleriert. Und ich sage euch, dass es nicht so ist. Er hat sich einfach nur falsch ausgedrückt, Leute. Jetzt mal ehrlich, Leute, denkt ihr wirklich, wenn Mert jetzt einen schwulen Typen sieht, meint ihr es wirklich, er würde gegen diesen Typen radikal angehen? Ohne Scheiß, es juckt doch wirklich niemanden, wer welche Sexualität hat, wer welche Herkunft hat, wer welche Religion hat. Und so habe ich Mert auch kennengelernt. Ohne Scheiß, in der YouTube-Szene bin ich derjenige, der ihn am längsten kennt. Und wir haben zusammen diese Scheiße hier auch gestartet. Und ich kann einfach nur sagen, Leute, dass dieser Junge nicht schwul feindlich ist. Er ist ausdrücklich gegen der Prinz. Leute, der Prinz möchte einfach öffentlich gedemütigt werden. Und das bezieht sich einfach nicht auf alle Schwule, sondern nur auf ihn. Und jetzt, dass alle sagen, nur weil er ein Video mit Shirin David gedreht hat, ist Shirin David auch homophob. Was ist das für eine Aussage, wenn ich jetzt mit einem Menschen ein Video drehe, der irgendwelche Ansichten hat? Heißt das doch nicht, dass ich seine Ansichten auch vertrete? Nein, Leute, der Vibe zwischen mir und der Person, der stimmt einfach. Deswegen drehe ich mit dieser Person ein Video. Und nicht, weil ich seine Ansichten, Meinungen zu irgendwelchen politischen Sachen irgendwie vertrete. Leute, was ist denn los mit euch? Dann sehe ich auch noch, wie andere YouTuber, ja, extra, wirklich extra, ein Video gegen ihn machen, weil ja natürlich alle gegen ihn sind, die extra wirklich ein Video machen, um einfach nur kommerzielle Erfolge zu haben, um einfach nur neue Zuschauer zu generieren, Alter. Ohne Scheiß, guckt euch mal deren Videos an. Die strecken die Videos auf 10 bis 12 Minuten, schalten da unnormal viel Werbung drauf und verdienen auf seinen Nacken auch noch Geld, Alter. Was seid ihr für Blender? Leute, ohne Scheiß, ich bin in diesem Thema nicht mit involviert, okay, aber es ist mir einfach wichtig, als sein langjähriger Kindheitsfreund hier mein Statement abzugeben und ich weiß, dass dieser Typ nicht schwulenfeindlich ist, also chillt bitte eure Eier. Ich hoffe wirklich, dass dieses Thema sich wirklich so schnell wie möglich widerlegt, Leute, weil so ein Hate hat wirklich keiner verdient. Ansonsten, Leute, ich habe meine Meinung jetzt öffentlich gesagt und Mert, Digga, zieh dein Ding durch. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.